Ja, herzlich willkommen zur Intergeo 2023 in Berlin. Sie dürfen gerne ein Stückchen näher kommen. Die Fachfragen stelle ich erst ab der zweiten Reihe. Also je näher Sie sitzen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dort nicht gefragt werden. Ja, ich möchte direkt weiterleiten, schon mal an den Thomas Knepper. Thomas Knepper, seit fast 10 Jahren habe ich gesehen, Geschäftsführer der BEGIS Kreative Ingenieure. Wunderbarer Titel, weil es sich ja eigentlich häufig ein bisschen widerspricht. Der Ingenieur ist ja gar nicht so kreativ, genau in die Lücke gehst du rein. Ich bitte dich, nach vorne zu kommen und uns in den nächsten 20 Minuten in etwa mit ein bisschen Fragestellung, falls Sie es mögen, einen neuen Blick auf Projekte in der Bestandserfassung zu ermöglichen. Sehr Thomas, gerne. Danke für die Überleitung. Dankeschön, dass du da bist. Ja, schönen guten Tag. Ja. Ja, Navis. Seit 2 Jahren, glaube ich, arbeiten wir mit dem VLX. Navis Partner bin ich schon lange. Als der VLX rausgekommen ist, sind wir relativ schnell in die Richtung gegangen, dass wir gesagt haben, unsere Projekte können wir damit gut unterstützen. Und ich werde heute mal ein bisschen aus der Praxis plaudern, also nicht nur über theoretische Ansätze, wie die Daten von A nach B gelangen, sondern einfach auch mal Projekte vorstellen, ja, ein bisschen den Nutzen, den Vorteil dieser Technologie gegen vielleicht dem terrestrischen Scanning aufweisen. Und deswegen einfach nur mal ein neuer Blick auf Projekte in der Bestandserfassung. Das heißt also, wie kann man mit dieser Technologie sich unterstützen, die Büros vielleicht nach vorne bringen, was, ich sag mal, auch andere Projekte, größere Projekte oder dergleichen anbelangt. Ja, und von daher würde ich mal einsteigen. Nur ganz kurz zu meiner Person. Ich bin schon etwas älter, grauer Bart, also ich mache Vermessung schon länger, ungefähr 30 Jahre mittlerweile als Ingenieur. Über verschiedene Wege, 10 Jahre lang jetzt im eigenen Unternehmen mit Laserscanning tätig. Wir machen vom klassischen Scanning, Industriescanning bis hin zu jedem Kloster, Kirche, alles Mögliche und alles in 2D und 3D. Das heißt, wir haben Bestandsdaten in 2D und 3D bis hin zur Bauwerkskontrolle und dergleichen. Alles mit verschiedenen Sensoren, also verschiedener Technologie, teilweise auch Hybrid. Das heißt also in Kombination, ja, ob es die Drohne ist, ob es der normale Scanner ist. Ja. Das heißt nur ganz kurz, was machen wir? Wir machen klassisches Laserscanning, wir machen das Mobile Mapping, darüber sprechen wir heute. Ja. Dann haben wir die Drohne, Tachymetrie, GPS, kennt jeder Vermesser, brauchen wir für Passpunktmessungen, ja, um die genötige Genauigkeit und Informationen über die Genauigkeit zu bekommen. Ja. Das heißt, es gehört für mich eigentlich so in meinem Produktionsworkflow alles zusammen. Ja, und letztendlich am Ende des Tages kommt immer das Gleiche raus. Eine Punktwolke, die irgendwie gelagert im Raum ist. Und am besten wissen wir noch, wie sie gelagert ist im Raum. Ja? Kurze Frage. Arbeitest du eigentlich immer mit Georeferenzierung, wenn du mit Punktwolken arbeitest? Oder arbeitest du auch völlig ohne Passpunkte? Weil beides ja möglich ist. Es ist möglich. In sehr kleinen Projekten machen wir das schon noch. Okay. Ja, oder aber ansonsten, sobald es über mehrere Geschosse geht und so weiter, haben wir nur Passpunkte im, okay, Einsatz, weil es einfach für uns wichtig ist zu wissen, ja, wie Accuracy ist, haben wir beim Slam, passt das alles, passt unsere terrestrische Scanning, das heißt, wenn ich Hybrid arbeite, muss, ja, ich eh irgendwie die Sachen zusammenführen. Ich kann es natürlich alles auch Cloud-to-Cloud machen, aber ich bin nun mal Vermessungsingenieur und das heißt, es bedeutet für mich, ich muss wissen, wie genau ist das. Und da traue ich meinem Tachymeter, meinen Tachymeterdaten, wenn man es entsprechend anlegt, natürlich einiges zu. Ja, und muss es wissen, wie man mit dem Tachymeter umgeht. Aber das ist nun mal Handwerkszeug und da sollte man einfach mit umgehen. Das heißt, der hintere Bereich, GPS und Tachymetrie, gehört bei 90% meiner Projekte definitiv dazu, weil einfach die Projekte auch so groß sind und ich sie gar nicht in einem Cloud-Datensatz bearbeiten könnte. Ja, wir, okay, sprechen ja hier über Projekte jetzt gleich, die, ich sag mal, von 20.000, teilweise auch kleinere Projekte, aber auch bis zu 200.000 Quadratmeter grundlegend in einem Projekt haben. Ja, die muss man ja irgendwie bearbeiten. Ja? Okay. So, und von daher ist das so die Struktur, die wir haben. Drohnen setzen wir ein, aber letztendlich kommt immer eine Cloud raus, die irgendwie in einem übergeordneten Referenzsystem miteinander kommuniziert. Das ist ja das Thema. Ja, so, und diese Kommunikation
bringen wir halt über die Tachymetrie zusammen. Ja? Und heute ist natürlich klar, ich stehe bei Navis auf dem Stand, da werde ich über Mobile Mapping sprechen. Sehr schön. Ja, und ein bisschen unsere Projekte vorstellen. Was machen wir mit Mobile Mapping? Machen wir wirklich nur das große Hallenlayout oder machen wir auch kleinere Projekte? Warum sind die Vorteile in kleineren Projekten vielleicht auch bei diesem Scanner oder in welcher Infrastruktur spielt er seine volle Performance nochmal aus? Ja. Dazu nochmal kurz, wir setzen den VLX seit 03/2022 ein, machen sehr viele Projekte. Die Projekte skalieren sich auch immer weiter. Also wenn man so einen Scanner hat, hat man natürlich auch einen ganz anderen Fokus auf Großimmobilien. Das heißt, da geht man dann auch mehr in die Akquise, ja, setzt dann was um. Wir haben seitdem vielleicht so 120, 130 Projekte in großem Umfeld auch gemacht, die in verschiedenste, ich sag mal, Kanäle auch in die Produktion gehen. Also wir machen nicht nur Projekte, wo dann Pläne daraus erzeugt werden, sondern wir gehen dann auch in KI-gestützte Sachen, um, ich sag mal, Bauwerkserkennungen zu machen, um, ich sag mal, Modelle zu prüfen, S-Bild-Dokumentation oder S-Bild-Prüfungen zu machen. Das ganze Controlling ist natürlich bei uns auch ein Thema. Ja, das heißt, wir machen große Projekte, wo wir nur Rohbauten kontrollieren, ob der Rohbauer, die lieben uns immer, wenn wir auf die Baustelle kommen, weil wir natürlich detektieren, wo welcher Deckendurchbruch, wo welcher nicht an der richtigen Stelle sitzt. Ja, aber das bringt natürlich uns nach vorne. Wir haben ungefähr so 2,1 Millionen, ganz genau kann ich das nicht machen, schon gemappt. Das heißt, wir haben sehr viel Fläche erfasst und da Erfahrungen gesammelt und können daher auch aus vollem Zuge über Erfahrungen sprechen. Ja, und jeder, der mich kennt oder Informationen braucht, kann mich auch gerne mal ansprechen. Wir haben große Einzelprojekte gemacht, das ist also zwei Werkhallen, 240.000 Quadratmeter. Da haben wir mehrere Scanner von Navis eingesetzt, da ging auch noch der M6 mit durch, das heißt also auch der Bodengebunde, aber viel auch mit dem VLX gemacht. Das ist halt vom Layout abhängig auch. Ja, das ist das größte Einzelprojekt gewesen. Ja, das letzte Projekt war in Rimini, ein Parkhaus. Da haben wir 4 Tage gemappt auf 60.000 Quadratmeter. Alles schon inklusive Tachymetrie. Also es gehört bei mir immer alles zusammen. Also ich bin 4 Tage in Rimini, mach 60.000 Quadratmeter. Und dann sind wir noch an den Strand gegangen und haben uns noch so ein bisschen auf den Rückseher... Sind die in den 4 Tagen drin? Oder? Nee, Strand nicht. Nee. Okay. Aber abends nett essen gehen. Ja. Ah, okay. Ja, okay. Das ist ja auch schön. Hast du eine Vorstellung, mit, wie lange reine Mapping-Zeit ist, wenn du sagst, da ist alles mit drin, mit Passpunkten? Naja, du musst dir vorstellen, dass da bei der Parkgarage habe ich in Rimini immer morgens gemappt, weil ich sag mal ab... Die haben um 10 geöffnet, um 9 hat der Supermarkt geöffnet und dann füllte sich der Parkplatz. Und das waren halt Parkflächen, die ich eigentlich vor dem, deswegen habe ich morgens immer gemappt oder abends gemappt. Das heißt, die 60.000 Quadratmeter sind halt nicht über den ganzen Tag verteilt. Und dazwischen habe ich Tachymetrie gemacht. Ja, okay. Und Tachymetrie dauert fast genauso lange im Moment wie das Mapping. Ja, oder manchmal sogar länger, je nachdem, wie die Infrastruktur natürlich aussieht. Ja. Dann haben wir verschiedene spannende Projekte gemacht. Ein Projekt möchte ich hier, weil wir ja Berliner sind hier heute und wir haben halt den Flughafen Tempelhof zum Teil gemacht. Zum Teil sage ich, weil wir zusammen mit dem Planungsbüro arbeiten, was die technische Gebäudeausrüstung dort gerade plant oder große Teile. Und da war es einfach so, dass wir 450 Technikräume über diesen ganzen Flughafen verteilt gemacht haben, wo es teilweise nur ein Raum ist, ja, mit einem bisschen Flur und dann Tachymetrie dazu. Ja, aber der Vorteil da war, wir haben natürlich auch fast 450 Datensätze gehabt, weil wir überall in dem Flughafen rumgesprungen sind und haben nur, ich sag mal, hier einen Datensatz gemacht, 3 Flure weiter, war ein Technikraum und so weiter. Und das sieht aus wie so eine, wie so eine Wabe. Ja, da sieht man mal dieses Projekt, was ich jetzt gerade gehe ich so langsam in den Navis Viewer über, dass man so ein bisschen kennt. Hier hat man das Flugfeld hier, das ist der Hangarbereich und hier sind die ganzen vorgelagerten Gebäude. Und in diesem kompletten Komplex, ganz verteilt, haben wir 450 Räume vorgegeben bekommen, die wir dann gescannt haben und die wir dann auch in den Viewer gebracht haben und jetzt den Planern zur Verfügung gestellt haben. Und dann wurde auch noch ein 3D-Modell daraus abgeleitet, was wir mit dem Partner in dem Augenblick auch gemacht haben. Ja. Hier sieht man noch mal so ein bisschen, was man so am Tag dann sieht. Das ist aus dem Viewer heraus, das Vorfeld. Ja, das geht auch weiter, das Projekt. Ja, und dann kommt man in die Bereiche,
Das ist sozusagen irgendwo ganz versteckt. Zweites Untergeschoss, eine Technikzentrale, in dem Fall eine Heizungszentrale. Und dieses ganze Projekt wurde halt dann online gegeben. Die ganzen Räume sind dann begehbar gewesen von den Planern, weil ich allein diese Räume zu finden in einer Fläche von 350.000 Quadratmeter, 330.000 Quadratmeter, da braucht man eine Zeit. Das heißt, jeder, der da vor Ort gehen muss, muss erstmal sich das Gebäude erschließen. Ja? Und das ist nur ein kleiner Teil. Und da sieht man, wie fragmentiert so eine Point Cloud dann ist. Da sprechen wir halt nicht über alle Räume, machen schön ein Geschoss fertig, einmal durch, sondern es ist hier was. Und mit dem Navis habe ich halt den Vorteil, dass ich einfach auch weiter ausholen kann. Ich nehme halt den Raum, gehe vielleicht doch noch um die nächste Ecke und habe schon den zweiten Raum, den ich dann anschließe, ja, und muss nicht dafür eine halbe Stunde scannen, wenn ich es terrestrisch machen würde, ja, sondern es ist einfach 2 Minuten, der Lauf dann zum nächsten Raum. Und das Ganze dann tachymetrisch angeschlossen. Und deswegen sieht es halt so fragmentiert aus, weil es natürlich alles im Berliner Söldnersystem in dem Fall koordiniert ist, ja, und höhenmäßig, lagemäßig natürlich sauber zusammenpasst. Und wir wissen auch, dass dieses Projekt weitergeht. Das heißt, eventuell werden diese Zwischenräume sich dann irgendwann noch füllen mit weiteren Flächen und so weiter. Ja, das sind noch ein paar Impressionen. Da sieht man also hier Oberdeck bis zum Dach, nur weil TGA auf dem Dach natürlich ist. Ja, und dann gehen wir halt runter und haben überall in dem Gebäude Fläche bearbeitet. Ja, nochmal ein Ausblick in die Point Cloud. Wer eine Point Cloud kennt, weiß, was er da sieht. Ja, und von daher ist es natürlich alles. Und hier war der große Vorteil, und das ist so ein bisschen abweichend, was man immer denkt, wenn man über so einen Flächenscanner spricht, dass man sagt, man macht da immer nur große Flächen mit. Hier war es einfach der Vorteil, dass wir das Datenhandling sehr, sehr einfach haben. Wir haben abends immer die 10, 15, 20, 30 Datensätze online geschoben, unsere Passpunkte dazugeladen und haben über Nacht prozessiert und hatten am nächsten Tag sozusagen unser Datenmanagement gemacht. Ja, wenn man das natürlich ein paar Mal schon gemacht hat, dann hat man schnell den Überblick und dann funktioniert das auch. Ja, dann haben wir das Ganze ist natürlich modelliert worden. Das ist einfach nur ein Übersichts-3D. Da kann man sich vorstellen, das Ganze hier hat von da bis da oben eine Länge von 1,3 Kilometern. Ja, und wir haben hier unter läuft zum Beispiel ein Heizkanal, der das gesamte Gebäude unterquert, der auch 1,3 Kilometer hat. Und so eine Themen bewegt man natürlich nicht mehr in endlicher Zeit, wir haben zwar auch mit klassischer Technik manchmal arbeiten müssen, was einfach Natur der Sache ist, wenn man irgendwann mal zu niedrig wird und so weiter. Ja, es ist also immer Hybrid gewesen. Ja, und daraus münden dann einfach irgendwann 3D-Modelle. Ja, hier haben wir dann mal ein 3D-Modell verschnitten mit der Technik. Das heißt also, das, was wir hier sehen, ist dann aus dem Navis, ist der Navis-Scan, ja, verschnitten mit dem klassischen 3D-Modell. Ja, und so haben wir eine Übersicht geschaffen. Wir haben nicht die ganze Technik sozusagen modelliert, sondern können das ineinander fitten, ja, und haben aus dem Viewer genügend Informationen, ja, weil einfach die Daten so ausreichend sind. Das ist auch alles mit dem VLX2 noch gescannt. Ja, das heißt also, der VLX3 würde noch bessere Daten liefern jetzt. Noch Luft nach oben. Ja, natürlich, da ist Luft nach oben. Ja. Dann gehen wir zu einem nächsten Fall. Also ich bin ja jetzt schon so in dem Doing. Das heißt, ich gucke jetzt gerade, was für Projekte kann man denn damit abarbeiten und wo liegen die Vorteile, ich sag mal, vielleicht gegenüber dem klassischen Scanner, was man so nicht kennt. Wir gehen jetzt mal zu Einfamilienhäusern in Darmstadt. Das ist ein klassischer Wohnungsbau, sage ich mal. 51 Wohnungen, ja, 51 Wohnungen. Wir müssten Termine machen mit den Mietern. Alle Mieter haben keine Zeit, wollen ja eigentlich gar nicht, dass man in die Wohnungen kommt. Und dann auch noch mit dem Scanner und dann eine Verweildauer. Wenn ich terrestrisch sowas scanne, dauert es halt einfach lange. Und hier waren alle super glücklich, dass wir geklingelt haben, ja, haben den Scanner aufgesetzt, sind einmal durch die Wohnung gelaufen, haben das alles über die Treppenhäuser natürlich nur zusammenfixen können, weil wir auch nicht in die Wohnung Passpunkte legen. Ja, und haben dann so ein Projekt, was teilweise nur eine Einraumwohnung war, also nur noch, ich sag mal, war wirklich nur 3 Minuten Scanning, aber der Vorteil war, ich konnte den Kunden oder ich konnte einfach viel schneller Termine organisieren, ich konnte viel schneller die Wohnung scannen. Die Akzeptanz ist einfach viel größer, als wenn man mit einem terrestrischen Scanner, egal welchen ich da nutze, auch wenn der nur 2 Minuten läuft pro Scan oder 1,30 oder 1,50, wir haben ja alles, was wir mittlerweile brauchen, oder ich sag mal, schnellste Scanner eine Minute, ja,
Trotzdem ist es halt besser, einfach nur schnell durchzulaufen, alle Informationen zu sammeln. Wir haben dann auch immer Informationen gleich mitgenommen, was die ganze technische Ausrüstung, ob die eine Gastherme hatten und diese ganzen Themen. Das wurde alles mit aufgenommen. Die Planer haben natürlich auch den Viewer bekommen. Und so haben wir einfach diese Gebäude dann in 3D modelliert, ja, und die für die Planung zur Verfügung gestellt. Ja, und da sieht man, was wir so ein bisschen draus machen. Das sind natürlich gerenderte Beispiele. Der Frederik ist vielleicht irgendwo da. Da ist der Frederik, der hat es gerendert. Ja, es war einer meiner Architekten. Ja, von daher, wir sind heute etwas stärker vertreten auf der Messe. Alle gucken so ein bisschen. Ja, das ist auch ein sehr großes, schönes Projekt aus Berlin. Ich habe also nur Projekte in Berlin jetzt hier. Das ist das ehemalige Vivantes-Klinikum. Ungefähr 25.000 Quadratmeter Geschossfläche, komplett mit Navis gescannt. Ja, das ist ja in endlicher Zeit gemacht worden natürlich, weil da war ich gestern noch, wir haben noch Aufzüge gescannt, Aufzugsschächte klassisch gescannt, das sage ich gleich dazu, ja, weil es einfach einfacher war, aber dann mündet das halt immer bei uns in dem 3D, ja, und das 3D ist halt ja für die Planer wichtig, aber was wichtig ist zu sagen, und da haben wir ja schon immer gesprochen, wir nutzen Navis in dem klassischen Aufmaß. Das heißt also nicht nur, wenn einer um die Ecke kommt und sagt, du, ich habe hier eine Lagerhalle oder ich habe hier eine Logistikhalle oder ich habe hier ein leerstehendes Gebäude, was 50.000 Quadratmeter hat, sondern für uns ist einfach auch nicht nur der Scanner wichtig, sondern das Datenhandling und Datenprocessing ist ein ganz großer Vorteil, den wir haben, weil wir sozusagen, wenn wir terrestrisch scannen, immer ein Bottleneck in der Ausarbeitung haben. In der Registrierung, in der Bereitstellung der Daten. Genau. Ja. Bis wir die Point Clouds dann wirklich bei unseren Modellierern haben, verdauert einfach viel, viel länger, ist die Zeit viel, viel länger. Bei euch habe ich halt den Vorteil, ich bringe es online, lasse es prozessieren, ja, und am Ende des Tages haben unsere Modellierer natürlich einen Zugang in eure Cloud, holen sich die Points einfach runter und unsere Modellierer sitzen halt nicht alle in Berlin am Schreibtisch, sondern ich habe Mitarbeiter in Aachen, ich habe Mitarbeiter in Bremen, ich habe, die alle greifen auf die Cloud zu und arbeiten, ich sag mal, in einem Projektteam, aber ich muss nicht jedem einen V-Transfer-Link oder einem Zugang schicken, dass er sich die Cloud zieht, ja, sondern sobald ich das Ding online habe, schalte ich den Kopf weg und sage, gut, ihr habt eure Point-Clouds modelliert. Das erlebe ich auch immer wieder. Die Leute kommen erst wegen dem schnellen Scan, ja, und lernen dann aber auch das sehr, sehr ausgeklügelte Datenhandling kennen und den Zeitvorteil, den einfach diese Arbeitsweise, genau, mit sich bringt. Und wenn man das Produkt also immer auf dem Auto hat, das heißt den Scanner ja immer fast mitführt, dann kann man vor Ort sehr schnell entscheiden, welche Sachen nutzt man. Und man kann natürlich in der Kundenakquise entsprechend agieren, was ja ein großer Vorteil ist, weil ich habe natürlich immer Themen wie diese Zugänglichkeiten. Ja. In spezieller kritischer Infrastruktur kann ich in manchen Räumen nicht so lange verweilen. Ja, das ist einfach so, weil wir Emissionen haben und man hat eine Gewinnflexibilität durch euer Produkt. Ja, und das habe ich mir lange angeguckt und jetzt habe ich diese Flexibilität und bin sehr glücklich darüber. Ja, und dass man alles daraus machen kann. Das heißt, also, wir modellieren alles daraus. Ja, also es gibt Teile, klar, wenn ich irgendwo in der letzten Kirchturmspitze oben bin, da kann sein, dass ich den da nicht mit hochschleppe, sage ich jetzt einfach mal. Aber dafür haben wir ja auch nicht nur den Navis-Scanner, sondern wir haben ja den Scanner gekauft, um unser Produktportfolio zu erweitern und mehr oder weniger alles, was auf dem Markt liegt, einsammeln zu können. Ja. Egal wie groß es ist. Ja, und wenn man an Fachkräfte denkt und so weiter, ist es natürlich schön, 10.000 Quadratmeter an einem Tag wegzumachen, ja, zu scannen, wegzuscannen, sage ich immer, sagen sie, er ist ja noch da, ist er nicht weggescannt, ja, aber von daher, ja, ist es einfach für uns wichtig, ja. Also ich bin am Ende jetzt meiner Präsentation, ich weiß nicht, ob wir just in time sind, ob ich zu schnell geredet habe. Das, ja, ist, aber ich hätte dir stundenlang zuhören können. Ja, ich kann dir auch stundenlang erzählen, das weißt, ja, ich du. Weiß, ja, aus ich Call. Muss auch stundenlang dann zuhören. Ja, genau. Ja, nein, du musst nicht, aber du machst es gerne. Ja. Ja. Ja, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Thomas. Ja. Super Vortrag, Dankeschön. Ja. Ich hatte ja angedroht, Fachfragen ist nur in den ersten Reihen befreit. Nee, kann jeder. Ich erweitere das jetzt auf die Messe.
Ja. Wunderbar. Ja. Gibt es denn jemand, der zu dem Projekt eine Frage hat, die wir hier direkt stellen können? Ansonsten stehen wir natürlich auch für weitere Gespräche zur Verfügung. Immer. Ja, auch per Telefon. Jeder kann mich anrufen. Ich gebe auch gerne intern als Preis. Also wenn sich jemand mal, ja, wir haben das ja oft praktiziert, wenn einer noch vor der Entscheidung steht, ja, kann er mich anrufen. Würdest du auch nochmal? Ich bin ja unabhängig. Wunderbar. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch viel Spaß auf die Messe und am besten auch mit unseren Produkten. Dankeschön. Tschüss.